So, und da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Warcraft 3 Frozen Throne. So, letztes Mal sind wir noch ins letzte Kapitel der Bonus-Kampagne gekommen. Oh mein Gott, da geht's ja gleich los hier. Okay. Ist ja noch nicht wirklich so was Schweres hier. Ja, geht ja gleich hier schön mit Action los. Was haben die hier alles für Türme rumstehen hier? Gut, dass unsere Helden mittlerweile ganz schön viel Schaden machen. Okay, das macht wirklich viel Damage hier. Da unten ist noch mehr von denen. Na, ich sollte hier mal ein paar Fähigkeiten reinhauen. Einfach damit es wieder ein bisschen schneller geht. Ich muss erst mal wieder ein bisschen reinkommen. Ist wieder ein kleines Stück her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich sollte das ein bisschen häufiger machen. Ja, ist hier ein Paladin? Oh Gott, nicht. Es dauert wieder eine Zeit, bis der tot geht. Selbiges gilt für dessen Verbündete. Wie lange hält dieses Gottesschild eigentlich? Muss ja echt auf Raxa aufpassen, solange der seine Stampede macht immer. Dann heilt er sich nicht. Nur der Heilung, das ist immer gut. So, Raxa, hol mal deine Viecher hier ein bisschen raus. Ein Foliant des Wissens. So, und ich sollte vielleicht noch mal die Türme hier kaputt machen. Ach Gott, so ein Vieh steht ja auch noch rum. Und den kriegst du. Hat bis jetzt die wenigsten Folianten abgekriegt, weil er bis jetzt noch nicht so lange dabei ist. Dafür ruhig noch ein paar haben. Und ich meine, Cairn ist ja nicht unbedingt schwach. Einer der stärkeren Helden, wie ich meine. Hat erstmal den Sturm da kaputt. Wieder einmal mal instant alles umkippt hier. Zum Glück haben die diese Gebäude nicht voll aufgemotzt, sind nur auf Stufe 1 in der Verstärkung. Die wären auf 3 wären, würde ich hier ein bisschen länger rumknüppeln. Hätte das Ding hier auch 4000 Leben. Die Menschen, wenn mal voll aufgebaut sind, dann sind die richtig schwer von ihrer Befestigung wegzukriegen. Aber es kostet halt dementsprechend.
Die haben ziemlich viel Türme hier in diesem Lager stehen. Da hinten habe ich sogar noch einen übersehen. Was haben wir überhaupt für ein Quest hier? Ah, den Goblinhafen sichern. Ja, das ist der hier wohl. Den haben wir ja gleich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was in diesem Kapitel noch alles kommt. Ja, Mann. Den machen wir auch noch kaputt. Wie viel Schaden macht das Viech eigentlich schon? Gar nicht mal so wenig. Oh. Das machen wir doch mal. Wir haben jetzt die ganze Karte enthüllt. Wenn wir jetzt ein Peon hätten, könnten wir sogar hier ein Lager aufbauen. Muss ich hier... Ja, hier kann ich noch nichts machen. Ich muss anscheinend alle Gebäude hier zerstören. Ja, da habe ich hier noch was vergessen. Ist hier vielleicht irgendwas drin? Rolle der Heilung eher uninteressant. 150 Trefferpunkte bringen bei den HP-Massen von unseren Helden schon nicht mehr wirklich viel. Also Shockwave haut schon durch. So. Da schauen wir doch mal, was es hier zu kaufen gibt. Clown des Angriffs plus 15. Frostwurm, Schädel, Schild und Stiefel von Keltanas. An sich nette Items, aber ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwo ver... Wobei... Das ist jetzt die Frage, sind 5 Rüstungen das Ganze wert? Ich glaube, ich behalte mal hier die 5 Rüstungen. Ich schau mal, ob ich hier noch irgendwo was habe, was ich Clown des Angriffs plus 15 lohnen würden. Nicht wirklich, nee. Lassen wir sein. Oh. Da haben wir jetzt einiges gekriegt. Okay. Na dann schauen wir mal. Mit Seeschlachten kenne ich mich hier in diesem Spiel nicht so wirklich aus. Oh Moment, das hier ist ein Transportschiff, sehe ich gerade. Bin zur Spurensuche bereit. Die anderen zwei sind Fregatten und Schlachtschiffe. Okay. Ich glaube, wir hatten sowas schon mal in einem Level von den Untoten. Ja, ich glaube, die sind da keine allzu gut tätig. Die machen Magieschaden. Okay. Wird sogar noch gehen eigentlich. Kriege ich die Schiffe wieder? Was sind eigentlich die Helden? Und da habe ich die schon. Ah, die habe ich schon eingeladen. Okay.
Dann lade ich die hier mal aus. Und hier die Fregatten brauche ich. So, hier schaut mal, dass ihr euch dahinter irgendwie durchkämpft. Und mit denen versuche ich in der Zwischenzeit mal das Meer ein bisschen aufzuräumen. Na gut. Scheint nicht ganz so gut zu funktionieren, aber ich glaube, unsere Leute waren auch schon leicht angeschlagen. Ich glaube, ich kann mich darauf verlassen, dass sie das hier schon durchräumen, aber vorsichtshalber. Okay. Hier hatten wir auch so ein Schlachtschiff. Mal sehen, ob da hinten dann auch noch was ist. Schauen wir aber erstmal. Hier bleibt erstmal da. Das machen die hier erstmal. So. Jetzt können wir dieses Schlachtschiff hier ausnehmen. So, ist hier hinten noch was? Sieht nicht wirklich danach aus. Kriegst du das? Okay. Eh schon zu spät. Jetzt haben die da extra ein Schlachtschiff kaputt gemacht. Das ist auch toll. Kommen die da rüber aus das heißt das Gewässer oder müssen die da außen rum? Mal schauen. Also ich will nicht wissen, was das Ding hier für einen Tiefgang hat, aber okay, sie kommen anscheinend wirklich rüber. Das bei einem so relativ schwerfälligen Schiff eigentlich. Die Frage. Ich glaube, der Rest ist weiter oben. Also hier sind auf jeden Fall welche. Ach da, sie werden jetzt auf der Karte angezeigt. So. Euch geht's gut. Oder zumindest jetzt wieder. Misha ist gestorben, sehe ich. Kommt ihr da noch hin? Wäre super. So. Dann nehmen wir mal das nächste Schlachtschiff. Das ist auch gleich weg. So, jetzt warte ich aber, bis ich neue Fregatten habe. Okay. So. Okay, das scheint zu funktionieren. Meine Beute naht. Die Erdenmutter ist nahe. Das funktioniert auch, zumindest einigermaßen. Wir werden angegriffen! Huch, ich glaube, jetzt habe ich den Sound ein bisschen laut gestellt. Ein Moment bitte. Habe ich das jetzt... Ah, ich habe das irgendwie wieder geschafft, da was laut zu stellen. Na super. Also ich höre das jetzt auf meinen Kopfhörern ziemlich laut. Ich mache das... Ah ja, hier. Angegriffen! Meine alten Knochen schmerzen. Exakt. Machen wir halt nach und nach den hier kaputt. Wir werden angegriffen! Ruf, Mann. Die Erdenmutter ist nahe.
kann sich ja nur noch um Stunden halten.